Ich würde da zwei Bereiche benennen. Das eine ist, angefangen von dem Wissen drum, dass dieser Kontinent ein Ein- und Auswanderungskontinent ist, immer schon war. Es sind immer schon auf diesem Kontinent Menschen von einem Ort zum anderen gewandert. Es sind immer welche ausgewandert, zum Teil auch Wirtschaftsflüchtlinge, ja, Beispiel Irland in die USA vor vielen Jahren. Und es sind immer auch welche zugewandert. Das heißt, das ist für mich einmal so das Grundkonzept. Dieser Kontinent ist ein Einwanderungskontinent und Auswanderung, aber Einwanderung vor allem, wenn es um Migration jetzt hierher geht. Das ist sozusagen der Überbegriff. Die zwei Sachen, die mir und den Grünen wirklich zentrales Anliegen sind, ist zum einen eine tatsächliche europäische gemeinsame Migrationspolitik. Das heißt, dass es ein gemeinsames Konzept dafür braucht. Da hat ja die Kommission, gerade die jetzige noch Kommissarin Malmström, sehr wohl auch einiges versucht. Nur die Mitgliedsländer, inklusive Österreich, inklusive österreichische Innenministerin, und auch die Vorgängerinnen und Vorgänger wehren sich da massivst dagegen. Ich finde das als österreichische Grüne und als Europäerin sehr nicht nur bedauerlich, sondern kontraproduktiv. Dieser Kontinent braucht Migration, auch Österreich braucht Migration. Das heißt, man müsste die besten Bedingungen auch für Migrantinnen und Migranten schaffen. Man müsste sie auch willkommen heißen. Und nicht immer so eigentlich von Regierungsseite so eine, und dazu die Freiheitliche Partei, so eine Botschaft ausstrahlen, wir wollen euch eigentlich alle nicht da haben. Also das wäre grundlegend, eine gemeinsame europäische Migrationspolitik, wo man Leuten, die zuwandern wollen, auch berechenbar sagt, was sie erwartet, wo sie willkommen sind, wenn sie auch zu schauen, welche Berufe haben sie, welche Talente haben sie, welche Sprachen können sie, wo haben sie schon Familie oder Verwandte oder Bekannte. Das würde ja für beide Seiten das leichter machen. Also das ist ein Punkt. Und es gibt ja, da gibt ja Konzepte dafür. Wir haben selber als österreichische Grüne vor, ich glaube, das ist mittlerweile 10 Jahre her, ein Art Punktesystem auch vorgeschlagen. Ähnlich wie in Kanada. Also sowas ist notwendig. Und dann jetzt unabhängig vom, oder abgesehen davon, Bildung. Bildung, Bildung, Bildung. Das ist in allen Ländern, wo man schaut, wo Migranten und Migrantinnen wirklich Chancen haben, hängt das ganz oft oder fast immer mit Zugang zu Bildung zusammen. Und das ist für gerade junge Frauen wichtig, aber junge Männer auch. Und da haben wir in Österreich und auch in anderen Teilen der EU wirklich massive Probleme. Weil in Österreich ein Bildungssystem da ist, wo zwischen mit 9 und 10 Jahren entschieden wird, wie es weitergeht. Und wo außerdem Sprachen nicht gefördert wird. Ich erzähle selber immer, ich habe einen tschechischen Nachnamen, der kommt aus der Zeit vor ungefähr 100 Jahren, als auch Wirtschaftsmigration da war. Ja, also aus Böhmen und Mähren und sonst wo, also in dem Fall aus Mähren, auch meine Urgroßeltern nach Wien gekommen sind auf der Suche nach Arbeit. Und damals war Assimilierung angesagt. In Wien des beginnenden 20. Jahrhunderts Deutsch, Deutsch, Deutsch reden. Ja, die eigene Sprache verlernen, den Kindern nicht mehr weitergeben. Das heißt, ich kann leider außer ein paar Worten kein Tschechisch. Das ist in einem modernen Europa, sind Sprachen ein großer Vorteil. Das heißt, es sollte vom Kindergarten an die Muttersprache gestärkt werden. Türkisch, ja, Bosnisch, Kroatisch, Serbisch, Montenegrinisch, wie immer. Ja, oder andere. Und das Deutsch dazu. Und viele zugewanderte Menschen haben ja manchmal noch eine dritte Sprache. Das ist so ein Vorteil. Ich spreche selber 4 Sprachen und verstehe Italienisch, also Englisch, Spanisch, Französisch und Deutsch, Italienisch verstehe ich auch etwas. Das ist so ein Vorteil in dieser Welt. Also das ist mir sowas von unverständlich, wenn man das nicht fördern kann. Aber Bildung heißt natürlich auch, die Talente von jungen Menschen fördern. Das heißt, nicht nur die Sprache, sondern auch das, was sie können, was sie wollen. Und das zu unterstützen, und klar zu machen, auch über Finanzierung von Bildung, wie wichtig das ist.